Hi und willkommen, ich bin der Max und ich bin gerade in Barcelona, wie man hier so schön sieht. Und ich habe mich heute rausgesetzt, weil ich mir dachte, es ist gerade noch schönes Wetter. Es ist tatsächlich relativ kalt geworden in Barcelona, aber ich möchte euch wieder über die Covid-Situation vor Ort informieren. Also, wie sieht es gerade hier mit Covid aus? Was habe ich gebraucht für meine Einreise hier? Und ja, wie ist allgemein das Leben gerade in Spanien, wenn man jetzt im Dezember 2021, Januar 2022 sowas nach Spanien geht? Also worauf muss man achten? Natürlich verlinke ich euch auch alle Informationen wieder unten in der Infobox, weil es kann sich natürlich täglich ändern. Aber da unten habt ihr dann auch alles nochmal zusammengefasst zum Nachlesen, einfach für euch. Für die Einreise aus Deutschland mit dem Flugzeug braucht ihr entweder einen geimpften Nachweis, also dass ihr geimpft seid, also 2 Wochen sollte das schon auch so durch sein, dass ihr einfach den vollständigen Impfstatus habt. Einfach mit dem europäischen QR-Code ist es am besten. Oder alternativ einen genesenen Nachweis, der maximal 180 Tage alt ist. Oder die dritte Alternative ist einfach einen PCR-Test, 72 Stunden davor einfach machen, negativ vorweisen, fertig, passt auch. Also die 3 Möglichkeiten gibt es. Was ihr zusätzlich noch braucht, ist so ein Health Pass. Da kriegt ihr dann später so einen QR-Code mit eurem Sitzplatz und allem. Das müsst ihr auf jeden Fall maximal 48 Stunden vorher anfangen auszufüllen. Also das auf keinen Fall vergessen, sonst kommt ihr nicht rein. Und da müsst ihr auch euer Zertifikat zum Beispiel hochladen. Also das vom Covid-Test oder das von eurem Genesenenausweis oder das von eurer Covid-Impfung. Also das da hochladen, Sitzplatz angeben, müsst ihr eigentlich alles angeben, wie ihr einreist. Und nur wenn ihr das alles gemacht habt, dann bekommt ihr am Ende den QR-Code und den müsst ihr dann auch am Flughafen vorzeigen. Am Flughafen selber musste ich zum Beispiel jetzt nicht meinen Impfpass nochmal vorweisen, weil das ist schon mit dem Zertifikat eigentlich mit abgegolten. Also bei mir wollten sie es nicht sehen. Den Link zu dem Health-Zertifikat verlinke ich euch auf jeden Fall natürlich noch unten in der Infobox, dass ihr da einfach drauf geht, da euch eintragen könnt. Und das ist eigentlich alles halb so wild. Bei mir war es nur so, ich habe halt nur 10 Stunden vorher, also am Abend vorher gerade noch meinen Sitzplatz bekommen. Davor war es irgendwie noch nicht sicher und ich dachte mir so, okay, ich kann es nicht ausfüllen, ich kann es nicht. Aber ja, dann ging es ganz schnell, sobald man das hatte, war der QR-Code auch da und dann war's fertig. Dann, wie sieht die Covid-Situation hier vor Ort aus? Da hat sich jetzt auch was geändert und zwar ist es hier auch in Restaurants, Diskotheken und sowas die 3G-Regel. Das heißt, entweder auch geimpft oder genesen. Oder man hat einen PCR-Test, der 72 Stunden gilt, oder ein Antigen-Test geht auch, wenn es ein anerkannter Antigen-Test ist, der ist 48 Stunden gültig. Damit könnt ihr in Restaurants, in Bars und sowas reingehen. In der Praxis sieht es auch immer noch mal ganz anders aus, deswegen bin ich ja hier live vor Ort und berichte wie die rasende Reporterin. Ja, also ich sag mal, in der Realität sieht es ein bisschen anders aus. Also für Restaurants muss ich eigentlich sehr selten mal so meinen Covid-Pass vorzeigen, dass ich geimpft bin oder sowas. Das muss ich sehr, sehr selten. In Bars habe ich gehört, also ich war bis jetzt in 2 Bars. Einmal muss ich es vorzeigen, einmal nicht. Aber so, da ist schon eher so die Tendenz, dass man es vorzeigen muss. Und Maskenpflicht ist eigentlich in allen öffentlichen Plätzen. Und natürlich vor allem auch in geschlossenen Raum, aber eigentlich auch hier jetzt im öffentlichen Raum. Und um mich rum ist gerade niemand. Deswegen, okay, es gibt teilweise wirklich Weihnachtsmärkte, wo Leute dann ohne Maske rumlaufen, wo ich mir denke, okay, hier sind halt schon viele Leute, auch in der Fußgängerzone ist teilweise so ultra viel los. Ich kann mal ein Bild einblenden. Das ist schon heftig und da haben halt auch viele keine Maske auf. Wo ich mir denke, naja, eigentlich, theoretisch ist es Pflicht, eine Maske zu tragen. Realität sieht ein bisschen anders aus. Es steht auch auf der Seite vom Auswärtigen Amt, die verlinke ich euch auch unten in der Infobox, auch drin, dass eigentlich 100 Euro Strafe sind, wenn man es nicht macht. Ich glaube, die Umsetzung ist da jetzt auch nicht so da. Klar, in öffentlichen Verkehrsmitteln, da sind sie wieder strenger. Oh, ein Hundi. Aber ja, das sind so die Situationen vor Ort. Aber ansonsten hat alles auf. Da viene, da viene. Ah, der Hund kackt gerade dahin. Aber ansonsten, die Leute sind hier total chillig drauf, man kann hier eigentlich alles machen, es hat alles geöffnet und man kann theoretisch, glaube ich, soweit ich weiß, auch feiern gehen. Ich war noch nicht feiern so richtig, sondern nur in der Bar, aber da hat er alles geöffnet und deswegen kann man hier es eigentlich ganz gut aushalten. Die Temperaturen sind ein bisschen kälter als gedacht, muss ich sagen, gerade ist ganz schön, aber... Voll lustig. Ja gut, das passiert, wenn man draußen dreht. Ich hoffe, euch hat das Video weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich beantworte das natürlich alles gerne. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Da erzähle ich euch, was ich eigentlich überhaupt in Barcelona so mache und wie das so der Plan ist. Genau. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.